Ganz herzlich willkommen zur Biologie. Das sind unsere Themen heute. Wir werden zu Beginn den Zellkern etwas genauer kennenlernen. Das ist der Teil einer eukaryotischen Zelle, wo die Chromosomen drin sind. Man könnte sagen, die Bibliothek. Dann wollen wir einige wichtige ausgewählte Zellorganellen genauer untersuchen. Das sind die Strukturen, welche die ganze Arbeit in der Zelle drin übernehmen. Dort drin geschieht sehr viel Stoffwechsel. Wir wollen verstehen, was das genau für Prozesse sind, die ablaufen. Und manchmal im Leben einer Zelle möchte sie irgendwelche Substanzen von außen aufnehmen, in die Zelle hinein oder von innen aus der Zelle heraus abgeben in die unmittelbare Umwelt. Diese beiden Prozesse nennt man Exo- und Endozytose. Exo bedeutet etwas nach draußen abgeben und Endozytose meint irgendeine Substanz oder ein Partikel in die Zelle aufzunehmen. Diese drei Themen erwarten uns. Wenn immer etwas unklar sein sollte bei euch zu Hause, ihr meldet euch im Chat drin. Wir haben gerade vorhin noch eine Funktionskontrolle gemacht über das Mikrofon. Ich scheine euch nicht hören zu können, wenn ihr euch über das Mikrofon meldet. Also wenn ihr eine Frage habt, unbedingt stellen, ganz wichtig, unbedingt stellen, am besten im Chat. Wir legen gleich los und starten mit einer Übersicht über die eukaryotische Zelle. Wir haben sie vor einer Woche schon kennengelernt, verglichen mit der prokaryotischen Zelle. Prokaryoten haben keinen Zellkern, keine Zellorganellen. Im Gegensatz dazu, bei den eukaryotischen Zellen, da gehören die Tiere dazu, die Pflanzen, die Pilze und auch ganz viele Einzeller. Da haben wir, das sehen wir da auf dieser Abbildung, eine unglaubliche Vielfalt an Strukturen in der Zelle drin. Wir wollen heute uns einige dieser Strukturen rausgreifen und kennenlernen, was die genau in einer Zelle drin für Leistungen erbringen, wofür es die braucht, was sie genau tun. Im Moment, wenn wir da drauf gucken, sehen wir vor allem zwei Dinge. Einerseits sehen wir, dass da manche Strukturen farbig sind und wir können auch sehen, da die Zellwand, es ist eine pflanzliche Zelle, deshalb hat es eine Zellwand. Diese pflanzliche Zellwand, die ist schwarz-weiß gehalten. Das ist kein Zufall, das ist ganz bewusst so gewählt, denn das, was hier farbig gehalten ist, das, was farbig dargestellt ist, dieser Teil der Zelle, der gilt als lebend. Alle farbigen Strukturen zusammen, die nennt man auch den Protoplasten und diese farbigen Strukturen zusammen, die machen den lebenden Teil der Zelle aus. Die Zelle, der farbige Teil, der Protoplast, der erzeugt bei Pflanzen die Zellwand. Bei Tieren fehlt die Zellwand, aber Pflanzen haben eine Zellwand. Diese Zellwand wird also vom lebenden Teil gemacht, aber die Zellwand gilt per Definition nicht als lebendig. Also dieser Teil, der hat keinen Stoffwechsel, der braucht keine Nahrung, der kann keine Photosynthese machen, der kann, weil er nicht lebt, dementsprechend auch nicht absterben. Wenn wir uns die Strukturen in der Zelle drin anschauen, dann werden wir später sehen im Verlauf des Semesters,
Die allermeisten Zellorganellen, die sind durch eine oder zwei trennende Schichten vom Rest der Zelle abgetrennt. Man nennt diese Schichten Membranen. Diese Membranen, die lassen die Moleküle, die links oder rechts davon herumschwimmen, nicht hindurch. Und deshalb ist so eine Membran eine gute Unterteilung. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine Wand, die zwei Zimmer in einem Haus drin voneinander trennen. Diese Membranen bzw. diese Zellorganellen führen dazu, dass wir in einer solchen eukaryotischen Zelle drin ganz viele verschiedene Reaktionsräume haben. Man nennt das auch eine Kompartimentierung, eine Unterteilung der Zelle. Und dank diesen ganz unterschiedlichen Reaktionsräumen, diesen unterschiedlichen Kompartimenten, können dann in den einzelnen Zellorganellen drin auch unterschiedliche Prozesse ablaufen. Das kann man ein bisschen vergleichen wie mit den verschiedenen Räumen in einem Haus drin. Wir haben eine Küche, wir haben eine Garage, ein Badezimmer, ein Schlafzimmer und wir tun verschiedene Dinge in diesen unterschiedlichen Räumen drin. Wir kochen nicht in der Garage und wir schlafen nicht im Badezimmer, sondern wir tun ganz bestimmte Dinge an ganz bestimmten Orten und die sind spezialisiert dafür. Genauso kann man sich das hier mit diesen Zellorganellen, mit diesen Strukturen in der Zelle drin denken. Grün oder so blaugrün markiert habe ich diejenigen Strukturen, welche durch Membranen abgegrenzt sind. Das sind also die Strukturen, die eine solche Unterteilung oder eben Kompartimentierung ermöglichen. Ich schreibe das da unten hin, gehe dann wieder in die Totale zurück, sodass ihr da allenfalls noch ergänzen könnt bei euch. Also diese blaugrün markierten Zellorganellen, die sind durch eine oder zwei Membranen vom Rest der Zelle, dem Zytosol, abgetrennt und damit bilden sie isolierte Reaktionsräume, in denen drin dann unterschiedliche Stoffwechselprozesse ablaufen können. Wir werden heute so punktuell die einen oder anderen Prozesse kennenlernen und dann auch verstehen, weshalb so eine Strukturierung oder Unterteilung sinnvoll ist. Ich bin an der Stelle noch ein ganz klein wenig ruhig und gebe euch Zeit, damit ihr da fertig abschreiben könnt. Falls ich mal zu schnell sein sollte mit dem weiteren Programm, dann dürft ihr euch sehr gerne im Chat drin melden, dann gehe ich gerne nochmals einen Schritt zurück. Ich hoffe, ihr habt alles abschreiben können.
Falls nicht, wenn ihr merkt, dass es für euch etwas zu schnell geht, könnt ihr auch einen Screenshot machen, das eine oder andere Mal. Wenn ich dann mit den Unterlagen im Unterricht fertig bin, werde ich auch die Unterlagen mit meinen handschriftlichen Notizen euch auf Moodle, der E-Learning-Plattform, zur Verfügung stellen. Auf Seite 15 haben wir eine etwas weniger detaillierte Darstellung. Also da sehen wir weniger Zellorganellen als vorhin. Wir bekommen dafür etwas besser einen Überblick, was hier relevant ist. Wir starten unsere Betrachtung hier oben. Das wäre eine pflanzliche Zelle, die da dargestellt ist. Weshalb kann ich das so sicher sagen? Das weiß ich deshalb, weil einerseits diese Zelle eine Zellwand besitzt. Das wäre hier diese graue Struktur. Und zusätzlich haben wir ein Zellorganell, das hier, das macht Photosynthese. Das ist ein Chloroplast. Der Chloroplast, das wäre hier die grüne Struktur, das ist der Ort der Photosynthese und Chloroplastenphotosynthese finden wir natürlich nur bei den Pflanzen. Wir haben einleitend gesagt, der lebende Teil einer Zelle, das sei der Protoplast, das sei alles, was farbig ist, beziehungsweise wir haben die Zellmembran, das ist diese dünne Schicht hier, die gelb dargestellt ist, und alles innen drin, Zellmembran plus alles innen drin, das ist der Protoplast bzw. der lebende Teil der Zelle. Diese lebende Struktur, dieser Protoplast, das ist die kleinste lebende Einheit, die man in der Biologie kennt. Die einzelnen Unterstrukturen, die gelten dann nicht mehr als lebend oder als lebendig. Also es muss diese Kombination sein aus allem zusammen, Zellmembran und den verschiedenen Zellorganellen, damit man eine lebensfähige, teilungsfähige, vermehrungsfähige Einheit bekommt. Das wäre die intakte Zelle. Das ist die kleinste lebende Einheit. Die Unterstrukturen, wenn ich die im Labor zum Beispiel isoliere, herausnehme aus der Zelle, die gelten dann per Definition nicht mehr als lebend. Die können sich isoliert auch nicht selber vermehren. Was man im Labor tun kann, ist eine solche lebende Zelle öffnen oder aufschließen. Einen solchen Prozess, eine Zelle öffnen oder aufschließen, kaputt machen, könnte ich auch sagen, das nennt man eine Lyse der Zelle. Man lysiert die Zelle, man öffnet sie also, der Inhalt läuft jetzt aus. Das ist hier mit diesem Fachausdruck gemeint, Zelle lysieren. Gleichzeitig führt das zum Tod der Zelle. Die stirbt dadurch ab. Wir zerlegen sie in ihre Einzelheiten. Das ist dann auch nicht mehr möglich, sie wieder zusammenzusetzen. Das funktioniert
nicht mehr. Also der Prozess ist irreversibel, nicht rückgängig machbar. Was wir dann kriegen, ist einerseits die Zellmembran. Die kann man abtrennen, zum Beispiel durch Zentrifugieren. Übrig bleibt der ganze Rest, das Zytosol und die Zellorganellen. Die sind jetzt durchaus noch funktionsfähig. Also sie können nach wie vor die Aufgaben erfüllen, die sie in der lebenden Zelle erfüllt haben. Das ist deshalb relevant, weil wir auf diese Art und Weise einzelne Unterstrukturen, Organellen im Labor experimentell untersuchen können. Also sie funktionieren immer noch. Wenn man sie aus der Zelle rausnimmt und richtig behandelt, dann verlieren sie ihre Funktion nicht. Die bleiben biochemisch funktionsfähig. Entfernt man die Zellmembran, dann bekommt man den Inhalt, das nennt man Zytoplasma. Zytoplasma meint einerseits die Zellorganellen, das sind Strukturen, die haben partikulären Charakter, also kleine Teilchen. Und diese Zellorganellen, die schwimmen in einer Flüssigkeit drin, das ist Wasser plus Elektrolyte, also Salze und weitere Moleküle, das nennt man das Zytosol. Kann man auch noch trennen, Zellorganellen abtrennen, dann bleibt wirklich nur das Zytosol übrig. Das ist dann so quasi die Grundsubstanz, die Flüssigkeit, welche die ganze Zelle füllt. Wir haben jetzt einiges über die grundlegende Organisation von eukaryotischen Zellen bereits gesagt. Wir haben hier auch schon einige dieser Zellorganellen nicht im Detail kennengelernt, aber doch, ihr habt da die Namen schon mal farbig markiert. Als nächstes gehen wir auf Moodle in unserer E-Learning-Plattform hier. Auf Moodle scrollen wir etwas nach unten. Da hat es dort, wo das Skript ist, die Aufgabe Zellorganellen identifizieren. Klickt mal da drauf, ihr bekommt ein Bild und ihr solltet bei 8 markierten Zellorganellen denen den richtigen Namen geben. Ihr dürft spicken, ihr habt eine andere Grafik im Skript drin, gerade die, die wir jetzt besprochen haben, die hilft euch beim Lösen dieser Aufgabe. Wir werden die Aufgabe hier jetzt machen und anschließend besprechen und dann komme ich auf eure Fragen zurück, die ihr da allenfalls dann noch habt. Ja, da sind doch schon einige Antworten zusammengekommen von euch. Ich gehe da ganz kurz durch. Die Nummer 1 ist natürlich der Zellkern, der Nukleus. Da haben wir schon anfangs ein bisschen etwas darüber gehört, noch nicht sehr viel. Die Details folgen gleich. Der Nukleolus, dem sind wir noch nicht begegnet. Wir wissen noch nicht so genau, was er tut. Das folgt auch gleich. Das gilt natürlich auch für die anderen Zellorganellen. Nummer 3, korrekt, habt ihr richtig identifiziert, dieses Netzwerk, das ist das endoplasmatische Retikulum. Dann Nummer 4, die Grenze gegen außen, die Zellmembran, die hält die ganze Zelle zusammen. Nummer 5 und Nummer 6, Lysosom und Vesikel, diese kleinen, bläschenartigen Strukturen, die sind schwierig voneinander zu unterscheiden. Die Nummer 5, das habt ihr richtig, das wäre das Lysosom. Das ist so eine Art Recyclingstation in der Zelle drin, die baut überzellige Strukturen ab. Und Vesikel, das sind Transporteinheiten. Über Vesikel kann eine Zelle zum Beispiel Substanzen transportieren, die sie ausscheiden möchte. Die Ribosomen, das sind die Proteinfabriken. Wir werden sie später kennenlernen im Semester. Und schließlich die Mitochondrien, das sind die Kraftwerke in der Zelle. Sie produzieren ATP, bereits vor einer Woche kennengelernt. Und ich hoffe, die Zeit reicht, werden wir auch heute noch etwas genauer anschauen. Super, wenn bei euch bisher Fragen aufgetaucht sind zu all dem, was ich da schon erzählt habe, stellt eure Fragen am besten im Chat drin. Bei mir funktioniert der Lautsprecher leider nicht vom Laptop, deshalb kann ich euch nicht hören, falls ihr etwas
über das Mikrofon sagen möchtet. Aber bei Fragen jederzeit, ihr müsst nicht die Hand heben, ihr könnt einfach in den Chat reinschreiben. Ich habe den bei mir eingeblendet und werde dann darauf Bezug nehmen. So, wir haben da jetzt also schon einiges an Vorarbeit geleistet, wollen als nächstes diese verschiedenen Zellorganellen genauer kennenlernen. Starten tun wir mit dem Zellkern, dem Nukleus. Das ist hier diese violett gehaltene, kugelförmige Struktur. Dafür gehen wir auf Seite 21. Dort haben wir den Zellkern, den Nukleus, etwas detaillierter dargestellt. Wir haben auch etwas mehr Platz, sodass wir da einige handschriftliche Ergänzungen machen können. Wir sehen da der Nukleus, das ist der farbige Teil, der da so violett dargestellt ist. Er ist umgeben von einem netzwerkartigen Gebilde, dem endoplasmatischen Retikulum. Wir sehen auch, der Übergang ist fließend. Also die beiden Zellorganellen, Zellkern, Nukleus und endoplasmatisches Retikulum, die bilden so eine Einheit. Aber die Funktion der beiden Strukturen, die ist ganz unterschiedlich und deshalb macht es Sinn, sie zu trennen gedanklich, auch wenn sie da de facto miteinander verbunden sind. Was sehen wir, wenn wir einen Zellkern haben? Wir haben einerseits eine schützende Hülle, das ist die Kernhülle. Das wäre das, was da so mit diesen Poren dargestellt ist. Gleichzeitig muss der Zellkern mit dem Rest der Zelle Stoffaustausch machen können. Das ist mit diesen Pfeilen hier angegeben. Wir sehen, da werden Proteine und Nukleotide, das sind Bausteine, aus denen man DNA aufbauen kann, importiert ins Innere des Zellkerns. Wir haben hier also Stoffaustausch mit dem Zytosol. Das ist die umgebende Flüssigkeit, welche die ganze Zelle ausfüllt. Und der Zellkern, das ist der Ort, wo wir die Chromosomen haben. Die Chromosomen, die Gene, werden abgelesen. Die abgelesenen Produkte, das ist Messenger-RNA. Wir werden später im Semester sehen, wie das genau funktioniert. Die Messenger-RNA, die geht da ins Zytosol, zu den Ribosomen und wird dort als Vorlage genommen, um Proteine herstellen zu können. Also wir haben einen Transport in beide Richtungen, in den Kern hinein und aus dem Kern raus. Im Zellkern drin haben wir, wie bereits erwähnt, die Chromosomen. Die Chromosomen, das sind lange, dünne Strukturen, die im funktionsfähigen Zustand weitgehend abgewickelt sind. Und nur wenn eine Zelle sich teilen möchte, wird das Chromosom verkürzt, dicht gepackt. Und dann haben wir diese berühmte X-förmige Struktur. Die sieht man manchmal auf Darstellungen, so Symbolbildern. Und das ist aber ein Zustand der Chromosomen, der nur gebraucht wird, wenn sich eine Zelle teilen möchte, wenn die Chromosomen auf die beiden Tochterzellen verteilt werden sollen. Dann werden sie kondensiert und sichtbar im Lichtmikroskop. Wenn eine Zelle einfach ein glückliches Leben führt und die Dinge tut, die die Zelle tun sollte, Stoffwechsel machen, in einem Blatt drin Photosynthese, in einer Leber drin vielleicht Entgiftungsreaktionen, dann sind die Chromosomen nicht X-förmig sichtbar, sondern so weit abgewickelt, dass wir sie im Lichtmikroskop nicht erkennen können. Deshalb hat es hier keine sichtbaren Chromosomen, aber sie sind da. Was wir haben in dieser Abbildung, das sind Regionen, die sehr stark abgewickelt sind. Das bedeutet, die DNA und die Gene, die sind in diesen Regionen der Chromosomen gut zugänglich, können also gut abgelesen werden. Man nennt diese Regionen auch EU-Regionen.
Chromatin, die Gene sind aktiv dort, die DNA ist zugänglich. Man sagt, die DNA sei dekondensiert. In dem Zustand sind die Gene gut ablesbar. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie in einer Bibliothek, wo die Bücher auf den Regalen drauf sind. Wenn man etwas wissen möchte, geht man in die Bibliothek, nimmt das Buch in die Hand, kann es aufschlagen und man ist informiert. Das Wissen ist verfügbar in dem Zustand. Jetzt haben wir aber in jeder Zelle drin auch Gene, welche die Zelle nicht benötigt. In jeder Zelle drin ist das gesamte Genom, die gesamte Erbinformation enthalten. Denkt an eine Muskelzelle in eurem Körper. Diese Muskelzelle, die braucht die Gene, die notwendig sind, um Muskulatur aufzubauen. Aber die Gene, die notwendig sind, um das Mittagessen zu verdauen oder um Knochensubstanz zu produzieren, diese Gene braucht natürlich eine Muskelzelle nicht. Mit anderen Worten, von der gesamten verfügbaren genetischen Information braucht jede spezialisierte, differenzierte Zelle nur einen Ausschnitt. Das ist der, der hier grün ist. Der Teil wird abgelesen, der wird genutzt. Die anderen Regionen, welche die Zelle nicht benötigt, die werden stärker aufgewickelt. Man sagt dem auch, das sei das Heterochromatin. Dort sind die Gene so dicht gepackt, die DNA so stark aufgewickelt, dass sie nicht ablesbar ist. Ich habe vorhin das Beispiel der Bibliothek gebracht. Grün wären also die Bücher auf dem Regal, können wir in die Hand nehmen, lesen, Informationen zugänglich. Rot, Heterochromatin, hier wären die Bücher in Kisten verpackt, vielleicht für einen Umzug bereitgestellt oder bereitgestellt, damit sie ins Archiv können. In dem Zustand haben wir keinen Zugang, weil sie eben in den Kisten drin verpackt sind. Die Bücher können wir den Inhalt nicht lesen. Die Information ist nicht verfügbar. Etwa so kann man sich das hier beim Heterochromatin und den Genen denken. Wir haben da noch eine Struktur, die markiert ist. Die wird als Nucleolus bezeichnet. Nucleolus, das ist die Verkleinerungsform von Nucleus, dem Zellkern. Der Nucleolus ist also das Zellkernchen, der kleine Zellkern. Das wäre die Struktur hier. Die hat eine ganz andere Funktion. Das ist nicht unbedingt eine Bibliothek, sondern hier werden die Ribosomen produziert. Die Ribosomen, das sind die Proteinsynthesefabriken. Wer das Studium ohne Vorkenntnis in Biologie begonnen hat, wird jetzt wahrscheinlich feststellen, ja, da kommen doch ganz viele Fachausdrücke zusammen, wie eben diese Ribosomen, wie hier diese mRNA, Messenger-RNA oder Proteine. Wir werden jetzt im Laufe des Semesters mehr und mehr dieser einzelnen Puzzlesteine kennenlernen und bis am Ende vom Semester wissen wir dann, wie die zusammenspielen.
Heute in der zweiten Lektion stehen wir ganz am Anfang. Das heißt, wir werden viele Begriffe kennenlernen, von denen wir noch nicht so genau wissen, was sie tun. Aber im Laufe vom Semester greift dann das Bild immer mehr ineinander und bis zum Schluss wissen wir, so funktioniert die Zelle und mit diesen verschiedenen Bausteinen erfüllt sie ihre Aufgaben. Woher weiß man, dass ein Zellkern so ausschaut, wie hier schematisch dargestellt? Diese Information, die hat man von elektronenmikroskopischen Aufnahmen. Wir haben sie in unseren Unterlagen hier auf Seite 23. Da haben wir 4 Abbildungen. Wir sehen da verschiedene Zellkerne von verschiedenen Organismen. Die beiden abgebildeten Kerne hier, die stammen von der Maus, der Hausmaus. Das ist so ein Labororganismus, Modellorganismus, der gut untersucht ist. Hier in dem Falle hier von einer Nervenzelle und in dem Falle hier von einer Spermatide. Der Zellkern, das wäre diese ovale, eiförmige Struktur links. Und da können wir gut unterscheiden zwischen dem Euchromatin, dem Bereich der Chromosomen, die oder den Bereichen, die abgelesen werden. Da im hellen Bereich sind die Gene gut zugänglich. Wir sehen die DNA nicht, wir sehen auch die Gene nicht. Das Einzige, was wir erkennen können, ist, das sind so hier diese hellen Bereiche. Das wäre also dort, wo die DNA, die Chromosomen abgewickelt sind, nicht so dicht gepackt. Die Bücher in der Bibliothek lesbar. Und das Heterochromatin, dort wo die Gene drauf sind, welche die Zelle nicht benötigt. Wir sind hier in einem Gehirn drin, also beispielsweise Gene, die notwendig sind, um Haare zu machen für die Maus oder die Krallen wachsen zu lassen. Die braucht eine Nervenzelle im Gehirn nicht. Die wären da in diesen roten Regionen. Diese Gene sind also stumm geschaltet, die sind abgeschaltet, die braucht es an anderen Orten im Körper, aber nicht im Gehirn. Beim Zellkern auf der linken Seite, da können wir sehr gut den Nukleolus erkennen. Das ist diese schwarze, längliche Struktur in der Mitte. Dort drin werden also die Ribosomen gemacht, dort werden die Proteinfabriken zusammengebaut. Weshalb und von wem wird das Euchromatin abgelesen? Was hat das mit der Replikation zu tun, fragst du im Chat drin. Wir werden das Ablesen der Gene noch im Detail anschauen. Wir werden im Laufe vom Semester sehen, wie Gene aufgebaut sind, was braucht es, um ein Gen sein zu können, was ist quasi die Informationseinheit, was muss da alles drin sein. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Datei bei einem Computer, so analogmäßig. Und wie das genau aufgebaut ist, wie dann die Gene abgelesen werden, was es dafür braucht, um ein Gen ablesen zu können. Das sind verschiedene Enzyme, die notwendig sind, zum Beispiel eine RNA-Polymerase, die das den Ableseprozess macht. Das schauen wir uns an. Und die DNA-Replikation, die du auch ansprichst in deiner Frage, die spielt in dem Zusammenhang mit Euchromatin und Heterochromatin keine Rolle. Die DNA-Replikation bedeutet Verdoppeln der DNA. Dieser Prozess, der läuft immer dann ab, wenn eine Zelle sich teilen möchte. Das ist quasi eine Vorbereitungsaufgabe. Wenn eine Zelle sich teilen will, dann verdoppelt sie sämtliche Chromosomen. Dann hat sie anschließend 2 Kopien in sich drin. Und eine Kopie kann sie der einen Tochterzelle vererben und die andere Kopie vom gleichen Chromosom kann sie an die zweite Tochterzelle weitergeben. Aber für das Ablesen der Gene hat die DNA-Replikation keinen Einfluss oder darauf hat sie keinen Einfluss. Wir werden auch die DNA-Replikation noch im Detail anschauen, wie das funktioniert. Das kommt im Verlauf des Semesters.
Gehen wir zurück zum Zellkern. Ich gehe da nochmals zur Abbildung oben. Da haben wir gesehen, wir haben einen Stoffaustausch. Da muss es also offenbar Löcher geben, Poren in der Kernhülle drin. Auch das weiß man aufgrund von elektronenmikroskopischen Aufnahmen, dass es das gibt. Wir haben das auf der Seite 23 unten, diese Kernporen. Die können recht zahlreich sein. Das wären also die Verbindungskanäle mit dem Zytosol. Hier an der Stelle, und hier sehen wir eine solche Kernpore. Und auf der rechten Seite, da blicken wir von außen auf die Oberfläche vom Zellkern, also auf diese Kugel drauf. Und da können wir erkennen, da hat es eine ja nicht zu ermittelnde Anzahl von Kernporen, die wir sehen können. Alle diese Dellen, diese Vertiefungen, jede Vertiefung für sich ist eine solche Kernpore. Also im Grunde genommen hat es mehr Durchgänge als Hüllmaterial um den Kern herum, in diesem Beispiel zumindest. Links dieses Beispiel, das stammt von einem Frosch, Xenopus laevis genannt, die lateinische Bezeichnung. Und das rechte Bild da stammt von einem Zellkern, von einem Einzeller, Paramecium genannt. Paramecien leben zum Beispiel in Biotopen, also in einem Teich drin, im Wasser als Einzeller. Die können wir von bloßem Auge nicht erkennen. Aber die haben auch Zellkerne und von außen betrachtet sehen die etwa so aus. Wir haben vor der Pause den Zellkern kennengelernt. Wir wollen jetzt nach der Pause die Struktur genauer anschauen, welche den Zellkern umgibt. Das ist das endoplasmatische Retikulum und damit in Verbindung steht das, was da etwas dunkler gehalten ist, der Golgi-Apparat. Als nächstes also das endoplasmatische Retikulum und das geht dann über im zweiten Schritt in den Golgi. Das ER, wie es auch abgekürzt wird, der Name ist furchtbar lang, endoplasmatisches Retikulum, deshalb wird das häufig als ER abgekürzt. Das haben wir hier auf Seite 27. Das endoplasmatische Retikulum, das ist ein Gebilde, das aus Membranstapeln besteht. Also wir haben hier die schwarze Linie. Ich gehe etwas rein. Das wäre eine Membran. Dann macht sie hier so einen Bogen. Das wäre die Membran, wie sie weitergeht. Wir haben also im Innern, das ist hier etwas heller, einen flüssigkeitsgefüllten Bereich. Der geht da über in den nächsten Stapel. Und diese hellen, hellvioletten Bereiche, flüssigkeitsgefüllt, die sind vom Zytosol, das ist das Weiße hier, durch die schwarze Membran getrennt. Jetzt zoome ich wieder raus. Alles, was hier also hellviolett ist, das bildet einen durchgehenden Raum und der ist einfach so ein bisschen blattartig übereinander geschichtet. Dieser Raum ist getrennt vom Zytosol. Was macht das endoplasmatische Retikulum? Was hat es für eine Funktion in der Zelle drin? Die Antwort ist nicht immer ganz einfach, denn die Antwort hängt davon ab, wo die Zelle sich im Körper drin befindet. Je nachdem hat das endoplasmatische Retikulum unterschiedliche Funktionen. Fast immer sind es jedoch mehrere Funktionen, die das ER gleichzeitig wahrnimmt. Wir schreiben mal die wichtigsten hin. Ich kürze jetzt endoplasmatisches Retikulum ab mit ER, meine aber diese violette gestapelte Struktur hier. Eine wichtige Funktion, zum Beispiel in unserer Muskulatur, das ist die Speicherung von Calcium.
Calcium in Zellen drin liegt als Ca2+ vor. Ist also ein Calciumspeicher. Wenn unser Gehirn einen Nervenimpuls an die Muskulatur schickt, sie soll sich kontrahieren, also sie soll Bewegung erzeugen, dann bewirkt dieser Nervenimpuls vom Gehirn her kommend als erstes, dass dieses Calcium aus dem Innern hier ins Zytoplasma, ins Zytosol freigesetzt wird. Und in der Folge dann wird sich der Muskel verkürzen, etwas vereinfacht gesagt. Also das ER ist sicher ein Calciumspeicher für die Zelle. Dann haben wir gesehen, es braucht ganz viele Membranen, zum Beispiel die Zellmembran, welche die ganze Zelle umgibt. Diese Membranbausteine, die müssen von irgendwoher kommen, die müssen irgendwo gemacht werden, erzeugt werden, und die Synthese dieser Membranlipide, die geschieht am endoplasmatischen Retikulum. In verschiedenen Geweben drin ist das endoplasmatische Retikulum auch an Entgiftungsreaktionen beteiligt. Manche Pflanzen erzeugen in ihren Samen drin Fette und Öle, die wir dann zum Beispiel als Nahrungsgrundlage nutzen können. Und diese Fetttröpfchen, diese Öltröpfchen, die entstehen auch am endoplasmatischen Retikulum. Diese kleinen ölhaltigen Strukturen in den Früchten und Samen von Pflanzen, die nennt man Oleosome. Da klingt der Name Öl schon drin an. Gillian fragt, lernen wir nun generell das endoplasmatische Retikulum oder geht es um das glatte ER? Wir lernen hier im Moment oder besprechen generell die Funktion vom endoplasmatischen Retikulum und auf die Unterscheidung, die du ansprichst, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Wir werden anschließend einige elektronenmikroskopische Bilder vom ER uns angucken und sehen, da gibt es zwei Varianten, wie das ER in einer Zelle drin vorliegen kann. Die Oberfläche kann, so wie links gezeigt, glatt sein, dann hat es nichts auf der Oberfläche. Oder die Oberfläche kann da besetzt sein mit ganz, ganz vielen Ribosomen. Die Ribosomen, wir kennen sie noch nicht im Detail, das wird später kommen. Wir haben aber vorhin gesagt, das seien die Proteinsynthesefabriken. Und es kann sein, dass die Zelle bestimmte Proteine ausscheiden möchte oder in bestimmte Zellorganellen schicken möchte. Wenn das der Fall ist, dann wird sie diese Proteine hier am endoplasmatischen Retikulum erzeugen. Und weil da diese vielen Ribosomen drauf sitzen, erscheint das dann so als etwas raue Struktur. Also diese vielen Kügelchen geben der Sache den Namen.
von der Zelle ausgeschieden. Man nennt das auch Sekretieren, von Sekret, eine Ausscheidung. Im Moment, wir haben gerade das Mittagessen hinter uns, wir verdauen das Mittagessen mit Hilfe von Verdauungsenzymen. Diese Verdauungsenzyme, die wurden am endoplasmatischen Retikulum erzeugt, dann wurden sie hier ins Innere abgegeben, also in diesen hellen Bereich. Anschließend haben sie sich auf die Reise gemacht. Sie wurden hier abgeschnürt in kleine so Kügelchen abgepackt. Man nennt diese Kügelchen Vesikel. Im Innern waren da, wir sind immer noch im Innern der Zelle. Im Innern sind die Verdauungsenzyme. Die können jetzt also den Rest der Zelle da draußen nicht angreifen, nicht verdauen. Die Reise geht weiter zur Zellmembran. Dort werden sie ausgeschieden und können dann auf das Mittagessen einwirken, können die Substanzen, die unsere Nahrung ausmachen, abbauen und die Nährstoffe in der Nahrung drin freisetzen. Also das wäre so ein Beispiel für eine Sekretion, wo Verdauungsenzyme ausgeschieden werden. Wir schauen uns das mit zwei elektronenmikroskopischen Aufnahmen noch etwas genauer an. Das ist auf der nächsten Seite hier. Das eher haben wir so pinkfarbig oder violett gemacht. Die Aufnahme ist etwas dunkel, aber wir können da so diese irrgartenartige, stapelartige Schichtung, diese blattartigen Gebilde erkennen. Das wären diese Membran, diese flach gepressten Membranstapel vom endoplasmatischen Retikulum. Das hier kennen wir schon, das ist ein Zellkern, das wäre der Nukleus. Was das hier ist, ja, das wissen wir nicht so genau, irgendwelche Strukturen in der Zelle. Im Detail können wir die so im Elektronenmikroskop nicht identifizieren. Wenn wir da nach unten scrollen, sehen wir ein raues endoplasmatisches Retikulum. Rau deshalb, wenn wir genauer schauen, sehen wir wieder die Membranstapel, ganz, ganz viele. Und auf der Außenseite von diesen Membranen erkennt ihr diese schwarzen Kügelchen, diese schwarzen Punkte. Das sind die Ribosomen, die haben dort angedockt und produzieren Proteine ins Innere von diesen flachgedrückten Membranstapeln. Ich habe vorhin die Verdauungsenzyme erwähnt, die am endoplasmatischen Retikulum erzeugt werden, am rauen ER, dann in Vesikel verpackt werden und schließlich für die Ausscheidung zur Zellmembran gehen. Ganz so schnell geht es dann doch nicht. Auf Seite 32 haben wir jetzt nun das gesamte Bild vom ER, endoplasmatischen Retikulum. Das wäre da dieser Irrgarten um den Zellkern herum, Nukleus. Da werden also zum Beispiel Proteine produziert, ins Innere abgegeben. Jetzt ist es hier der gelbe Bereich. Dann werden die Verdauungsenzyme abgepackt in Vesikel. Das heißt, Teile von diesen Membranstapeln werden so kugelförmig abgetrennt. Diese Vesikel, diese Kügelchen gehen dann auf die Reise, die schwimmen durch das Zytosol, durch die Zelle hindurch und gelangen da zu einem weiteren Membranstapel, der hat den Namen Golgi-Apparat bekommen. Golgi, das geht auf den Entdecker zurück, das hat nichts mit der Funktion zu tun. Diese Vesikel, die docken auf der einen Seite hier an,
Man nennt das auch die CIS-Seite. Das ist quasi dort, wo ja, die Lieferung ankommt. Die Vesikel verschmelzen mit dem Membranstapel hier. Ich gehe etwas rein. Wir sehen das hier, das Vesikel verschmilzt und der Inhalt, die angelieferten Proteine, die sind jetzt da in diesem grünen Bereich drin. Der Grund, weshalb das geschieht, ist einfach, die Proteine, die da am ER erzeugt wurden, das sind jetzt zwar schon Ketten aus Aminosäuren, aber damit sie ihre volle biologische Funktionsfähigkeit erlangen können, müssen sie in vielen Fällen noch chemisch etwas verändert werden. Es kann sein, dass zum Beispiel noch Phosphatreste angehängt werden müssen. Es kann sein, dass Zuckerreste an der Oberfläche der Proteine angehängt werden. Und diese Veränderungen, diese Modifikationen der Proteine, die Modifikationen, die finden hier im Golgi-Apparat statt. Also hier drin, diese Veränderungen, man könnte sagen, der Finish der Proteine, der geschieht nicht im endoplasmatischen Retikulum. Hier geht es um die Herstellung an sich der zu sekretierenden Proteine, sondern die Modifikation, die geschieht da im Golgi. Die rohen, unfertigen Proteine werden also angeliefert, werden da dann verarbeitet, modifiziert, irgendwie chemisch verändert. Und da wird vielleicht eine erste Veränderung gemacht, dann werden die bereits etwas verarbeiteten Proteine wieder abgeschnürt in Vesikel, docken hier an den nächsten Stapel, hier der nächste Verarbeitungsschritt, dann wird wieder abgepackt, abgeschnürt, geht die Reise weiter in den mittleren hier, weitere Veränderungsschritte und so weiter und so fort. Wir sehen also, die gelben Proteine, die hier auf der einen Seite ankommen, durchlaufen da Step by Step, Schritt für Schritt den Membranstapel, werden mehr und mehr fertiggestellt und wenn sie dann wirklich funktionsfähig sind, bereit sind für ihre Aufgabe, dann werden sie ein letztes Mal verpackt, ein letztes Mal abgeschnürt und zur Zellmembran geschickt. Das ist der Moment hier, da kommen sie bei der Zellmembran an, der Inhalt wird ausgeschieden, indem da die Membran vom Vesikel mit der Zellmembran verschmilzt. Das war jetzt etwas ausführlicher eine Funktion vom Golgi-Apparat. Wir können noch einige andere Funktionen notieren. Im Grunde genommen ist der Golgi-Apparat, also diese Struktur hier, ein großes Fracht- und Logistikzentrum in der Zelle. Und eine große Sortieranlage, könnte man auch sagen. Die bereits erwähnte Modifikation von auszuscheidenden Proteinen haben wir schon erwähnt. Nicht alle Proteine werden ausgeschieden. Manche werden vielleicht in bestimmte Zellorganellen weiter verschickt und dann müssen sie auch korrekt abgepackt werden, damit die richtigen Proteine auch ans richtige Ziel gelangen. Es geht nicht nur um Proteine beim Golgi-Apparat, sondern da können auch verschiedene weitere Komponenten erzeugt werden.
beispielsweise der Milchzucker in der Milch drin entsteht im Golgi-Apparat. Das wäre ein Beispiel aus der Tierwelt. Oder manche Bestandteile, die notwendig sind bei Pflanzen, um eine Zellwand aufzubauen. Manche Bestandteile werden auch im Golgi-Apparat produziert, dann ausgeschieden in die Zellwand gebracht und dort fertig zusammengebaut. Beim Golgi-Apparat hier haben wir nur eine elektronenmikroskopische Aufnahme, dafür eine sehr schöne von einem Langschnauzenkaninchen, Känguru. Das Bild stammt aus einer Nierenepithelzelle und wir sehen da wirklich sehr, sehr gut diese Stapelbildung der Membran. Also da sind viele Membranstapel, die da übereinander liegen. Und der Stofftransport von einem Stapel zum nächsten, der geschieht über die Vesikel. Da wird also der Inhalt abgepackt in kleine Kügelchen. Die sind von einer Membran umgeben. Und dann geht die Reise zum nächsten Stapel oder zur Zellmembran oder das Rohmaterial vom endoplasmatischen Retikulum wird in diesen Vesikeln drin angeliefert. Damit es nicht zu einfach wird, hat man in der Biologie noch zwei Begriffe gewählt für zwei Dinge, die eigentlich fast dasselbe sind. Wenn man von einem einzelnen Stapel hier spricht, also dem hier oder dem da oder dem, dann wird das je nach Lehrbuch auch als Dicdyosom bezeichnet. Das wäre ein Dicdyosom, ein zweites Dicdyosom, Dicdyosom Nummer 3. Und alle Dicdyosomen zusammen in einer Zelle, die nennt man dann einen Golgi-Apparat. Wir machen uns jetzt etwas einfacher. Wir sagen einfach, der Golgi-Apparat und die Dicdyosomen, für uns ist das dasselbe. Das sind diese Membranstapel hier, diese Fracht- und Logistikzentren, dort drin wird sortiert, dort wird geschaut, dass die Dinge ans richtige Ort gelangen. In der Abbildung hier oben haben wir gesehen, wenn dann alles bereit ist, werden die Inhalte der Vesikel ausgeschieden, aus der Zelle ausgeschleust, indem die Vesikel mit der Zellmembran verschmelzen, der Inhalt, der zuvor im Innern der Zelle war, gelangt dann nach draußen. Diesen Prozess wollen wir uns noch etwas genauer anschauen. Der ist auch universell. Den findet man in verschiedensten Zelltypen in ganz unterschiedlichen Situationen. Und dieser Prozess, den nennt man auch Exozytose. Exozytose meint so viel wie Ausscheidung aus der Zelle. Exozytose beschreibt also die ganze Abbildung hier, damit wir wissen, wo wir uns befinden. Vielleicht noch der Hinweis, das wäre außen, außerhalb der Zelle. Und das wäre
innen. Da sind wir im Zytoplasma drin. Das wäre also im Innern der Zelle. Wir starten unsere Überlegung im Innern der Zelle. Wir sind da also noch im Zytoplasma. Das wäre hier dieser Bereich. Wir haben hier so ein Vesikel, die Membran. Das ist der gelbliche Bereich mit diesen blauen Kügelchen obendrauf. Membranen kommen auch noch im Verlauf des Semesters als Thema. Im Moment sagen wir einfach, das ist die Hülle, die Verpackung. Und der Inhalt, das ist das, was die Zelle ausscheiden möchte. Vielleicht die Verdauungsenzyme, mit denen wir das Mittagessen verdauen sollen. Die Reise geht also oder beginnt im Innern der Zelle. Wir kommen da vom Golgi-Apparat her. Das Vesikel wird zur Zellmembran geschickt. Das ist hier die Grenze zwischen Innen und Außen. Dann verschmilzt das Vesikel mit der Zellmembran und in dem Moment, wo die Verschmelzung stattfindet, wird der Inhalt da nach außen abgegeben. Die grünen Gebilde da, das könnten jetzt die Verdauungsenzyme sein. Und da wären wir jetzt im Darm drin oder im Magen drin, da wäre das Mittagessen und die Verdauungsenzyme können jetzt einwirken. Auch da hat man Hinweise basierend auf elektronenmikroskopischen Aufnahmen. Man weiß, dass das genau so abläuft, weil das in solchen Fotografien dokumentiert wurde. Wir sehen hier solche Vesikel. Das wären also diese Kügelchen. In dem Bereich verschmilzt ein solches Vesikel. Dieses hier, sehen wir, verschmilzt gerade mit der Zellmembran. Ich kann die Zellmembran zum Beispiel noch gelb machen. Das wäre hier der Bereich. Und der Inhalt vom Vesikel, der gelangt jetzt da nach draußen. In dem Falle sind wir in der Lunge des Menschen. Das wäre eine Lungenzelle vom Menschen. Und damit die Lunge ihre Funktion erfüllen kann, müssen die Zellen mit einer schleimartigen Substanz überzogen sein. Wahrscheinlich ist das, was da ausgeschieden wird, ein Teil von diesem Schleim, der die Lungen funktionsfähig hält. Im Beispiel rechts, da sehen wir einen Ausschnitt aus der Bauchspeicheldrüse, Pankreas, das ist die Bauchspeicheldrüse, in dem Fall von der Ratte. Das wäre die Zelle, der graue Bereich. Gelb die Zellmembran, wie vorhin. Rot das Vesikel. Das hier ist kurz davor links, ist gerade dabei, mit der Zellmembran zu verschmelzen. Dieses Exemplar, das ist schon mit der Zellmembran verschmolzen, das hat schon fusioniert. Und der Inhalt, in dem Falle könnte das Insulin sein, wird jetzt freigesetzt. Also so kann man sich das auf zellulärer Ebene denken, die Freisetzung von Inhalten, die zuvor im Innern der Zelle produziert worden sind. Auch das Umgekehrte funktioniert. Die Zelle kann über denselben Weg Dinge aufnehmen. Wir haben dieses Vorgehen auf Seite 44. Diesen Prozess, Aufnahme von zum Beispiel einem Partikel ins Innere der Zelle, das nennt man dann
Endozytose. Endo bedeutet im Innern, ins Innere hinein. Und Zytose von Zyte, die Zelle, also ins Innere der Zelle transportierend. Wiederum die Übersicht. Hier wäre außen und da sind wir im Innern. Unsere Zelle hier, die hat Hunger. Das ist vielleicht eine Amöbe oder sonst irgendein Einzeller, der gerade dabei ist, da diese Alge, dieses Partikel da zu fressen, aufzunehmen. Da wird jetzt also ein Teil der Zellmembran hier eingestülpt, so als Becher. Dann wird die Zellmembran komplett das Futterpartikel umschließen und schließlich, wenn das abgeschlossen ist, kann die gefangene Alge hier ganz ins Innere der Zelle aufgenommen werden. Das ist das Ende für diese Alge. Jetzt ist es um sie geschehen. Anschließend kann die Zelle den Inhalt abbauen, die Nährstoffe freisetzen und für sich selbst nutzen. Also derselbe Prozess, einfach umgekehrt in andere Richtung. Das wäre hier der Ablauf des Prozesses, also die zeitliche Chronologie da. Und wenn wir etwas nach unten gehen, dann sehen wir nochmals, auch hier gibt es Hinweise, elektronenmikroskopische Hinweise, dass dieser Prozess so abläuft. Das hat sich nicht einfach irgendjemand ausgedacht, sondern aufgrund von Experimenten hat man gesehen, ja, das muss wohl so sein. In diesem Fall hier wird ein Viruspartikel, das ist dieses graue Kügelchen da, das wird von einer menschlichen Zelle aufgenommen. Wir sehen da auch mehrere Schritte. Das wäre die Innenseite der Zelle, das wäre das Zytoplasma, das wäre die Außenseite, das ist der helle Bereich. Die Zellmembran hier beginnt nun sich einzustülpen, macht so einen Becher. Die Viruspartikel, hier sind jetzt zwei abgebildet, die sitzen da im Innern von dieser Becherstruktur. Der Prozess geht weiter und hier ist er schon fast abgeschlossen. Da gibt es nur noch eine kleine Verbindung zur Außenwelt. Schließlich, wenn der Prozess ganz durchlaufen ist, haben wir da die beiden Viruspartikel schön im Innern der Zelle. Das ist ein Weg, wie Viren in Zellen eindringen können. Das ist eine Option. Wir werden dann vor Weihnachten noch eine zweite kennenlernen. Das letzte Zellorganell für heute, dann haben wir den Überblick uns verschafft über die eukaryotische Zelle. Das letzte Zellorganell, das wir kennenlernen wollen, das ist das Mitochondrium hier oder Mitochondrien, Mehrzahl, meistens sind es mehrere in einer Zelle. Das wäre diese Struktur, das sind die Kraftwerke der Zelle. Wir sind Ihnen bereits vor einer Woche begegnet bei der Endosymbiontentheorie und haben gesehen, Mitochondrien, das waren einstmals freilebende Bakterien. Heute sind es keine freilebenden Bakterien mehr, sondern
Bestandteile geworden der eukaryotischen Zelle. Was noch auf den Ursprung hindeutet, einstmals freilebende Bakterien, das ist hier die DNA. Im Mitochondrium drin haben wir ein ringförmiges DNA-Molekül, das weist auf die Herkunft hin, das muss mal ein freilebendes Bakterium gewesen sein. Die Genstruktur dieser Gene hier ist vergleichbar mit bakteriellen Genen, hat große Ähnlichkeit und es gibt noch einige weitere Hinweise. Für uns im Moment aber wichtig ist die Funktion, was tun die Mitochondrien? Was machen sie genau? Hier wird ATP erzeugt. Der allergrößte Anteil des ATPs, der Energie, die eine Zelle braucht, stammt aus den Mitochondrien. Gleichzeitig der Sauerstoff, den wir einatmen, mit der Nase über die Lungen im Körper verteilen. Der allermeiste Sauerstoff, der wird zu den Mitochondrien transportiert. Also der Sauerstoff, den wir einatmen, den braucht es für die Energieproduktion, könnte auch sagen, für den Verbrennungsprozess. Und organische Moleküle die dienen als Treibstoff, die werden oxidiert, der Kohlenstoff aus diesen organischen Molekülen, Fette zum Beispiel, Zucker, Kohlenhydrate oder Proteine. Wir haben das Mittagessen angesprochen, heute schon mehrmals. Diese Substanzen, die werden in den Mitochondrien so stark oxidiert, dass wir da am Schluss CO2 haben und das atmen wir dann wieder aus. Besonders spannend ist das ATP, das ist wirklich ein universeller Energieträger in Zellen drin. Ich möchte deshalb die wenigen verbleibenden Minuten noch mit dem ATP verbringen. Das haben wir auf Seite 48. Da sehen wir ein ATP-Molekül bzw. seine chemische Strukturformel. Wir sehen auch, wenn wir da so drauf blicken, ja, das ist doch eine ziemlich eindrückliche Angelegenheit. Dann hat es einerseits eine Base, ein Adenin, dann hat es einen Zuckeranteil, Ribose. Aber das, was wirklich das Spannende ist am Molekül, das sind diese drei Phosphate hier. Das ist der blaue Bereich. Und an diesen Phosphaten wiederum relevant, das sind die jeweiligen Verbindungen. Das wäre ein Phosphat, hier eines, noch eines. Wir sehen das etwas heller und dunkler in der Darstellung von Blau. Und die Verbindungen dazwischen, dort drin befindet sich die Energie. Wenn die Zelle hier spaltet, dann wird sehr viel Energie frei. Und das ATP, das hat hier zwei Möglichkeiten oder zwei Schritte. Die Zelle kann hier spalten, dann bekommt sie eine erste Portion Energie. Wir sehen da die Reaktion. Dann ist das Phosphat abgespalten, die Kette ist um eins kürzer geworden. Aber es sind immer noch zwei Phosphate dran. Die Zelle kann auch hier spalten und dann bekommt sie nochmals eine Portion Energie. Eure Aufgabe zum Schluss, klickt auf den QR-Code in euren Unterlagen oder ihr könnt auch mit dem Smartphone ihn einscannen. Dann bekommt ihr die dreidimensionale Strukturformel angezeigt. Versucht in dieser dreidimensionalen Darstellung die drei farbig markierten Bereiche zu identifizieren. Die Base, den Zucker und die Phosphate.
entweder da draufklicken, da hat es einen Link hinterlegt, oder mit dem Smartphone scannen, dem Tablet scannen, dann präsentiert euch die Kamera einen Link und ihr könnt das in einem Browser drin anschauen. Versuchen zu identifizieren, vergleichen damit, wie präsentiert sich da die Situation. Wir trainieren damit ein bisschen das Betrachten von chemischen Formeln. In der Biologie begegnet man häufig solchen Strukturformeln und wir lernen auf diese Art und Weise nebenbei, wie man die interpretiert und korrekt lesen kann. Draufklicken und vergleichen. Ich tue das hier auch mal. Man kann das Molekül nehmen und drehen und wenden, wie man möchte. Ich empfehle euch, macht einen Screenshot von der Darstellung. Wenn das bei euch in einer Position ist, wo ihr einerseits den Ring mit den blauen Atomen gut sehen könnt, dann den Ring mit den drei roten Atomen und diese lineare Struktur mit den drei orangen Phosphoratomen. Macht einen Screenshot davon und importiert das in euer Skript. Das sollte dann etwa so ausschauen. Was wir da sehen können, ist einerseits hier die Base Adenin. Das wäre also dieses Ringsystem hier. Das wäre die Base. Der Zucker. Ups. Da müssen wir genau durch die Mitte vom roten Atom hindurch. Das wäre der Zuckerribose. Und schließlich haben wir hier die Phosphate. Noch richtig schreiben, dann kommt es gut. Das wäre ein Phosphat hier und hier. Und das Spannende, die energiereichen Bindungen. Das wäre eine energiereiche Bindung und hier sitzt die zweite. Wenn das jetzt mit dem Screenshot und dem Importieren in euer Skript nicht so gut geklappt hat, gibt es einen zweiten, einfacheren Weg. Ihr könnt nämlich einfach einen Screenshot machen von dieser Abbildung hier und dann in aller Ruhe versuchen, zu einem späteren Zeitpunkt das ins Skript reinzunehmen. Damit haben wir es geschafft für heute. Es klingelt bei mir auch in Weidenswil. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und hoffe, wir sehen uns dann wieder genau am nächsten Mittwoch, 13.00 Uhr, wenn es weitergeht mit der eukaryotischen Zelle. Ganz eine schöne Woche. Schönen Nachmittag. Tschüss zusammen.